Nazia Celebi Bektaş, gebürtige Kurdin, stamme aus der Türkei. Das war in dem Film Almania, da war auch nur so eine Szene. Das ist total, da war ich total gerührt und fing auch irgendwie so ein bisschen an zu kullern, als das, ich glaube, das waren Mädchen, die da irgendwie so saß, wo der Vater irgendwie halt aus Deutschland kam und sagte so, ich bin dein Vater, ich bin dein Vater. Und die machte dann einfach, ja, kann viel erzählen so. Ich kenne die so nicht. Und so ein Bild erzählt mein Onkel und sagt, ich bin damals irgendwie halt so zu ihm gerannt, als er dann irgendwie ins Dorf kam und habe Papa, Papa wohl gerufen und dabei war das halt mein Onkel und nicht mein Papa in dem Sinne. Die Gastarbeiter sind gekommen und haben gesagt, ja, wie damals auch mein Vater, ich arbeite ein paar Jahre und dann verdiene ich ein bisschen Geld und guck mal, wie es ist und dann komme ich zurück, ja. Ist nicht passiert, sondern mein Vater ist mehrere Jahre alleine in Deutschland geblieben. Und wir sind dann mit meinem Vater halt nach 11 Jahren richtig begegnet. So ist es entstanden, dass wir dann nach Deutschland umgekehrt gekommen sind. Also die politischen Verhältnisse waren auch nicht so rosig. Wir haben dadurch, glaube ich, auch schneller unsere Koffer ausgepackt. Also gesagt, ja, wir bleiben jetzt in Deutschland, weil man immer damals, so in den 70er, auch eigentlich noch in den 80er Jahren, gedacht hat, ja, wir bleiben einige Jahre und kehren zurück. Somit haben die Leute sich die ganzen Jahre auch gar nicht darauf eingestellt, zu sagen, wir leben hier in Deutschland. Also für die nicht. Bei den Deutschen, oder bei, ja, bei der Mehrheitsgesellschaft war es ja auch so. Die haben sich auch nicht darauf eingestellt, zu sagen, ja, wir laden die zum Arbeiten ein, wir brauchen die Arbeitskräfte. Aber die haben nicht gesagt, wie lange sollen die bleiben, welche Verhältnisse etc. Die Willkommenskultur muss ich noch ein bisschen einprägen, sage ich mal vorsichtig. Und daran arbeite ich ja auch beruflich mit dieser Fragestellung. Ich bin beim Deutschen Gewerkschaftsbund Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt für den Bereich Organisation Frauen- und Gleichstellungspolitik zuständig. Ich kritisiere vielleicht in der Integrationsdebatte halt noch viele Punkte, wertschätze aber gleichzeitig auch viele Punkte. Weil ich sage, wir haben schon vieles, wir müssen aber noch besser werden. Ja, im Sinne aller Menschen, dass alle eben die gleichen Rechte oder Chancen erstattet bekommen. Das ist, man kann nicht sagen, bis dann war ich noch nicht integriert, ab dann bin ich integriert. Sowas gibt es in der Form nicht. Und was ist Integration? Wann kommt man an? Auch hier in Deutschland kann man nicht sagen, ich bin jetzt angekommen. Also, das ist meine Lebenssituation. Ich bin mit der zufrieden oder nicht zufrieden. Man muss mit den Menschen und mit den Ängsten halt umgehen. Und wenn das vorhanden ist, dann werden wir der Sache ein bisschen näher kommen. Auch wir wussten nicht, wie es ist, wenn man in ein fremdes Land geht und da erstmal sich zurechtfinden muss. War auch für uns nicht einfach. Es ist immer noch nach 30, 40 Jahren nicht einfach. Das ist der Alltag, wo du immer wieder halt Dinge begegnest, wo du einfach als Mensch versuchen musst, das Beste daraus zu machen. Das ist manchmal schmerzhaft, manchmal ist es irgendwie auch positiv, was man Neues erfährt etc. Also es ist unterschiedlich. Ich empfange gerne Gäste, bewirte gerne Gäste. Ich versuche irgendwie, ja, also dieses gemeinsame Kochen finde ich sehr schön, dieses gemeinsame Essen, halt so ein bisschen länger die Zeit dafür auch zu nehmen. Und weil der Alltag draußen einfach irgendwie sehr hektisch ist, aber dann wenigstens zu Hause das anders zu machen, die Ruhe dafür zu haben, abends wirklich halt mit meinem Mann auch zu kochen und zu essen. Einfach sich dann begegnet, was selten passiert, weil er ist berufstätig, ich bin berufstätig und das ist dann einfach halt manchmal irgendwie zu viel. Und am Wochenende halt auch mit Freunden. Ich würde mich als eine Weltbürgerin bezeichnen, als eine Person, die einfach Interesse hat, möglichst so viel wie möglich vom Leben mitzunehmen und viele Menschen kennenzulernen. Und das heißt auch viele Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen. Ich finde das total spannend und das ist etwas, was ich hier in Deutschland ja gut begegnen kann. Es gibt Momente, wo man das als wunderbar bezeichnet. Es gibt Momente, wo man das Ganze auch ein bisschen als unschön schon betrachtet und immer in der zweiten Reihe zu stehen und geht durchs Leben. Also habe keine Ängste davor, zu gucken, was auf mich zukommt, weil sonst hätten wir, glaube ich, diesen weiten Weg
auch so leicht nicht jonglieren können.